Dies hier ist einer der vielen Engel, die in meinem Kreativstudio sind. Ich habe die hier überall verteilt und wollte euch mal den kleinen zeigen, weil ich den gut tragen kann. Es gibt noch einen riesengroßen, der steht da vorne neben dem Keyboard. Den kann ich jetzt nicht tragen, aber stellvertretend ist der heute mal da. Und ihr werdet auch gleich verstehen, im Laufe des Videos verstehen, warum ich euch den Engel gezeigt habe. Wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter und gleichzeitig beginnt mit diesem Wassermann-Zeitalter von der Elementesicht her das Zeitalter der Luft. Beides zusammen dauert ungefähr 200 Jahre. Also die Zyklen von den Elementen dauern immer 200 Jahre und die letzten 200 Jahre waren wir mit dem Element der Erde, hatten wir da zu tun und jetzt mit Eintritt des Wassermann-Zeitalters beginnt das Element der Luft zusätzlich zu uns einzuströmen, zusätzlich uns zu tragen. Was bedeutet nun dieses Luftzeitalter für 200 Jahre? Luft ist ja, so wie im Hintergrund, habe ich euch ja so die Strömungen der Luft, habe ich versucht, da so ein bisschen einzufangen. Ein sehr bewegliches Element. Es heißt, du bist, wenn du dich natürlich hingibst, wenn du dich mit dem Element der Luft verbindest, bist du flexibel, also es ist Flexibilität gefragt und Kreativität. Du lässt dich tragen von den Ideen, wirst von einem zum anderen geführt. Es bedarf einen klaren Geist. Und meine Lieben, die Masken fallen ab. Die Masken fallen ab, das heißt, es gibt kein Verstecken, kein starres Festhalten an irgendwas, es fällt ab. Und das ist ganz grotesk, weil wir ja gerade so viel mit Masken zu tun haben. Und mit dem Beginn des Luftzeitalters bewegt sich alles. Das ist nicht mehr so starr wie vorher mit der Erde. Erde ist ja eine Materie, eine feste Materie. Das ist jetzt alles anders. Es heißt also, die Menschen müssen sich umstellen oder sollten sich umstellen, beweglicher sein. Diese Starren, dieses Güter, die Güter und das Materielle, verliert an Wert von uns. Wir haben die Möglichkeit, uns wirklich mehr dem Individuellen, dem Informationszeitalter zu öffnen. Und das heißt ja, es gibt gerade im Informationszeitalter mit den Informationen, mit der IT-Technik, das verbinde ich jetzt damit, gibt es ungeahnte Möglichkeiten der Entfaltung. Und so für mein Verständnis, ist es gerade für die Krieger des Lichtes besonders ein tolles Element, weil sie dadurch ihre Kreativität richtig ausdehnen können. Sie sind beweglich, kreativ, sie werden getragen von den Wellen des Lichtes innerhalb der Luft und tragen so dazu bei, die Menschen beim Erwachen zu unterstützen. Das ist verkörpert für mich die Aufgabe der Lichtarbeiter, die wird jetzt so richtig durch das Element des Luftes unterstützt. Was jetzt das Kollektiv betrifft, da haben wir ja im Moment sehr viel mit Angst zu tun, mit der Pandemie und diesen ganzen Dingen. Über das Zeitalter der Luft wird gesagt, dass wir mit in der Verbindung mit diesem Zeitalter leichter aus den Pandemien herauskommen, beziehungsweise wir dann nicht so sehr mit unseren Gedanken und mit unserer Angst hineingehen, sondern die Luft spült das weg, wenn wir das möchten und zulassen. Das ist immer wieder der Punkt. Leider sind viele Menschen in dieser Angst gefangen, sehr gefangen und nehmen tatsächlich, und es ist unglaublich, das Angebot oder die Tatsachen gar nicht an, um aus dieser Angst herauszukommen. Sie leiden also viel lieber und bleiben da drin verhaftet
und kommen nicht weiter. Das ist jetzt für diese nächsten 200 Jahre besonders gefährlich, weil wenn du dich an diesen alten Dingen festhalten möchtest, was früher gut und richtig war, das ist jetzt nicht mehr so, dann kommt man nicht weiter. Dann wird man also da sehr stark beeinflusst und es wird einem auch nicht gut gehen. Das heißt aber auch für die anderen Menschen, die offen sind und sich jetzt da gerne anpassen, dass die ihr Leben teilweise sehr stark ihr Leben verändern werden. Denn das Materielle verändert sich, ne, total in was Idealistisches. Das heißt also, wenn ihr mal guckt, die Geschäfte, die jetzt alle immer zumachen müssen, zweimal im Jahr, das wird noch schlimmer werden. Die müssen sich umorientieren in etwas anderes, was mehr Zukunft hat. Das sind so die Anzeichen von dem Wechsel, vom Übergang, wo wir gerade stehen. Also alles verändert sich und die Luft ist dafür da, uns die Freiheit zu bringen. Wir müssen es nur wollen und uns wirklich dafür öffnen. Und das ist die große Schwierigkeit für die meisten der Menschen, die nicht verstehen, dass das Alte auf einmal nicht mehr in Ordnung ist und die nicht verstehen, dass sie aus der Leidensphase, aus der Angst einfach raustreten können und lieber da drin verhaften bleiben. Das ist die Aufgabe vom Kollektiv und von jedem Einzelnen. Und so vielleicht jetzt auch du wirst das alles jetzt anders sehen und vielleicht auch besser verstehen. Das ist jetzt meine Aufgabe, euch das rüberzubringen und zu erklären. Öffnet euch der neuen Zeit. Lasst euch nicht beeinflussen von den Angstmachereien. Die sind alle übertrieben. Das ist alles, sind alles nur Halbwahrheiten. Das ist alles nur dazu da, um die Menschen in die Angst zu bringen und dann mit ihnen machen zu können, was man will. Wir sind Lichtarbeiter. Wir haben das höhere Bewusstsein. Wir gehen den Weg mit der Schöpfung. Die Elemente sind Teile, Feuer, Erde, Wasser, Luft sind Teile der Schöpfung. Wir gehen diesen Weg, wir passen uns dem an und wir lassen uns tragen, wir werden uns öffnen und in diesen schönen Fluss der Zeit hingeben, ein Versprecher oder ein Wort, was nicht raus wollte, richtig hingeben und einlassen. Und jetzt kommen die Engel. Und zwar werde ich euch den Engel Ariel channeln. Das ist der Engel, der für das Element der Luft zuständig ist und auch viel mit dem Wasser zu tun hat. Der perfekte Engel, der jetzt gerade wichtig ist im Wassermann-Zeitalter und eben mit dem Element der Luft, vom Element der Luft kommt. Und ich bin so gespannt auf diese Botschaft und ich bedanke mich jetzt schon aus der Tiefe meines Herzens dafür, dass ich das heute channeln darf. Und der kleine Engel hier, der soll das dafür stehen, dass wir jetzt mit Ariel eine Botschaft channeln. Und ja, schön, dass du da bist. Und ich habe euch alle ganz, ganz, ganz lieb. Ja? So. Ja, dann nehme ich jetzt mal Smarana. Smarana. Genau. Was nehmen wir noch? Das Ursprungslicht, ganz wichtig. Für mich jedenfalls. Ja, schön. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle. Möge Schutz uns umhüllen, sodass die reine Gottesliebe und die höchsten Botschaften der vollkommenen Liebe und Weisheit zu uns getragen werden. Ich danke, dass ich dies jetzt tun darf. Und ich öffne meinen Kanal, richte ihn aus. Kerzen gerade in das göttliche Gedankenfeld und rufe Ariel.
Ariel spricht zu dir durch das Medium Nirjana. Und ich trage die wundervolle, leichte Energie der Luft zu dir. Alles darf fließen. Alles darf von den magnetischen Wellen der Liebe in Leichtigkeit getragen werden. Ariel lächelt dich an und ich lade dich ein, dich mit mir zu verbinden, denn ich begleite dich bei all deinen Visionen. Ich unterstütze alles, was neu ist. Ich helfe dir dabei, dich auszudehnen und mit deinen eigenen Fähigkeiten Neues zu erschaffen. Ich trage die Liebe der geistigen Welt zu dir und ich berühre deine Zellen, um die Energien des Wissens, deiner Weisheit zu öffnen. Denn das Element der Luft trägt Weisheit, Klarheit und eine Zielrichtung für die Kreativität der Unendlichkeit. Und so berühre ich auch deine Seele. Ich berühre deine Seele genau da, wo es jetzt für dich wichtig ist, dich zu öffnen. Lasse los von den alten Strukturen, die schon lange nicht mehr wichtig sind. Alles Alte hält dich fest, lässt dich nicht mehr vorwärts kommen. Die Zeit beginnt sich zu ändern und deine Liebe, dein Vertrauen ist angesagt. Ariel bittet dich, dich zu öffnen, denn dann kann ich dich unterstützen. Wenn du vertraust, dann werde ich dir sehr viel Hilfe zukommen lassen für deine nächsten Projekte. Ich werde deine Fantasie beflügeln und deine Kreativität unterstützen, sodass die Weisheit aus all deinen Inkarnationen jetzt für dich immer mehr greifbar werden kann. Ich öffne dir die Tore in das höhere Bewusstsein deiner Seele, in die einzelnen Stufen deiner Seelenweisheit. Denn dort sind deine Ziele für dich gespeichert worden. Dort findest du alles, was du brauchst, alles, was dich ausmacht. Und so lasse dich, wenn es dir möglich ist, so tief wie du kannst, in die Energie meiner Worte hineingleiten. Denn sie öffnen in dir das, was schon lange geöffnet werden möchte, was du gut versteckt hast, unbewusst, aus Angst. Denn die Zukunft, die bestimmst du selbst. Du trägst die Macht und die Kraft, die Liebe auf die Erde zu bringen. Du trägst die Kraft, die neuen Energien, welche aus der Liebe entstehen, zu kreieren und weiterzugeben. Ariel ist der Engel dafür. Ich bin zugegen. Wenn du beginnst, mit den neuen Technologien der Liebe zu wirken, wenn deine Visionen aus deiner göttlichen Flamme hervorströmen, nehme ich sie in meine Hände und führe sie in die Linien der Luft, damit sie sich verbinden können mit der Liebe des Alleinen und geführt werden. So sind sie für die Menschheit, für die gesamte Menschheit von Nutzen. Dafür bin ich da.
Und nun gebe ich dir ein wenig Zeit, um dies alles zu verarbeiten, was ich dir gesagt habe. Die Strahlen von Ariel berühren deine innerste göttliche Flamme. Lass es zu und genieße das, was jetzt geschieht. Es ist die reine Liebe Gottes, welche dich berührt hat, welche dich erinnert an das, was du in Wirklichkeit bist. Engel Ariel verabschiedet sich voller Liebe von dir. Gesegnet sei dein Licht. Und ich danke der geistlichen Welt und Ariel für diese wundervollen Energien. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was Ariel in euch bewirkt hat.
Es ist schon immer wichtig gewesen für die Menschen, sich am Universum, an den Elementen zu orientieren. Und vielleicht kommen wir ja wieder dahin, dass wir uns mehr dem Göttlichen zuwenden und mit der Liebe kreieren. Das ist mein Wunsch für euch. Und das Element der Luft unterstützt uns die nächsten 200 Jahre. Also, was können wir schon an schlimmen Dingen erwarten? Nichts, nichts. Die Ausrichtung ist wichtig. Es ist wirklich die Ausrichtung das Allerwichtigste. Dann wird das Schlimme immer mehr an Kraft verlieren. Und wenn das jeder verstanden hat, dann geht's voran. Ich umarme euch voller Liebe. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.